Hi zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal die Location geändert. Ich bin hier bei uns im Schlafzimmer und ich finde es total schön. Und ihr könnt mir mal sagen, welchen Hintergrund ihr schöner findet. Ob mein alter oder, was heißt mein alter, mein anderer oder dieser hier. Und ich habe heute für euch einen DM-Haul. Ich fliege übernächste Woche fliege ich in die Türkei mit meiner Mama und meinem Onkel. Und dafür habe ich schon einiges eingekauft und ich habe euch gerade dieses Make-up geschminkt. Das ist so mein Alltags-Make-up und ich fand das total süß mit meinem Haarreifen. Deswegen habe ich gedacht, lasse ich das jetzt einfach mal auf. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Make-up geschminkt habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, dann macht es auf jeden Fall, damit ihr dieses Make-up nicht verpasst. Und meine Haare glänzen übelst und... Das zeige ich euch, was es gleich ist. Aber jetzt geht's los mit dem DM-Haul. Ich wollte aber noch irgendwas sagen. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Ja, ich werde alt, ne? Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Dann müssen wir jetzt alle durch, dass ich alt werde. Wir starten mit meiner DM-Tüte. Viel Spaß. Als erstes habe ich mir wieder diese kleinen Tübchen gekauft. Die sind ja ganz praktisch für den Handkoffer, wo man dann so ein bisschen Creme, Zahnpasta, Waschlotion und so weiter. Ich meine, für Türkei, 4 Stunden, also fliegt man ja in die Türkei, das ist ja jetzt nicht so die Welt, aber auch für den Mexiko-Urlaub, wenn man sich dann abends im Flieger mal waschen möchte, ist sowas auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich kaufe mir das eigentlich jedes Jahr und irgendwie jedes Jahr verschwinden diese Dinger. Deswegen musste das wieder mit ab in die Tüte. Rasierer darf ich natürlich auch nicht vergessen. Und zwar sind es hier die Simply Venus. Ihr kennt sie. Ich kaufe sie seit Jahren wirklich. Ich glaube seit meinem 15. Lebensjahr, also seit ich anfange, mich zu rasieren. Und ich bin immer dabei geblieben. Sonnencreme muss ich jetzt eigentlich nicht viel zu sagen. Die von Sundance, das ist die Nummer 1 in Deutschland. Oh, Mist, das habe ich gar nicht gesehen. 50%. 50 plus habe ich mir hier reingepackt. Sehr hoch. Jawohl, Vanessa, da kann ja nichts mehr passieren. Scheiße, dann weiß ich ja, naja, wie ich aussehe, ne? Wenn ich mir das ins Gesicht schmiere, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, das Gespenst ist wieder da, ne? Denken sie sich dann alle am Pool. So, dann geht's weiter mit Love. Und zwar dem Make-up Base Setting Refresh 3-in-1 Prime and Fix Spray. Das habe ich auch bei dem Make-up Tutorial, was nächstes Wochenende kommt, also bei dem Look, das habe ich gerade schon verwendet. Und ich finde es sehr gut bisher. Also ich habe es zweimal bisher benutzt. Und es ist sehr angenehm. Es ist ein ganz leichter Nebel, also so ein ganz leichter Sprühnebel. Ja, genau. Ich zeige euch das mal. Seht ihr das? Nö. Deswegen, das ist richtig leicht. Es ist ein angenehmer Geruch, also nicht aufdringlich. Auch wenn man es im Mund bekommt, ist es jetzt nicht so schlimm. Und bisher macht es einen sehr guten Eindruck. Das ist mein erstes Produkt übrigens von Love. Bisher hatte ich noch nichts. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert aktuell. Dann kommen wir zu einem Produkt, das habe ich gestern auch schon benutzt. Und seht ihr, wie krass meine Haare glänzen? Ich glaube, so haben meine Haare noch nie im Leben geglänzt. Und ich habe ein neues Produkt benutzt. Die sind auch total weich, ne? Also richtig schön. Ich bin super begeistert. Ihr wisst ja mein Dilemma mit meinen Haaren und dass ich bisher noch nie gute Produkte für meine Haare gefunden habe. Aber da ist es. Da ist es. Und zwar von NJU New, ich denke mal, das heißt New, bei Xyleta. Ich weiß nicht, warum müssen die sich denn immer so schwierige Namen einfallen lassen? Kann das nicht einfach irgendwie Flower heißen oder so? Genau, das ist wohl ein neues Produkt. Erschreckt euch nicht, hier war eigentlich so ein Aufkleber noch drauf, den habe ich aber gestern unter der Dusche dann abgemacht, weil das ist dann auch nicht so praktisch, wenn man überall dieses Klebezeug dann auch in den Händen hat. Und auf jeden Fall ist es vegan, es ist ohne Silikone, es ist ein traumhaft Pflege mit Kokosöl, verlockender Glanz, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt und brisenzarte Streichelhaar. Also das kann ich alles wirklich nur bestätigen. Es ist in Frankreich produziert worden
Und ich bin super begeistert. Ich glaube, das kostet 6 Euro, aber völlig in Ordnung, wenn es, also definitiv in Urlaub. Schaut mal, wie schön das aussieht. Also ich bin übelst begeistert. Der Geruch ist richtig meins. Also das riecht super, super, mega krass nach Kokos. Oh, richtig toll. Also, ich glaube, ich habe meine Spülung und mein Shampoo, das werde ich natürlich auch definitiv davon noch kaufen. Also ich glaube, ich habe meine Favorites gefunden. Weiter geht's, ihr kennt es auch vom Balea, das Duschgel After Sun. Befreit von Sonnencreme-Rückständen, entfernt Rückstände von Chlor und Salzwasser, schützt vor Austrocknen. Austrocknen mit Cooling-Effekt für jede Haut. Das ist es und es ist einfach Urlaub pur. Immer wenn ich das rieche, erinnere ich mich an Tausenden von Urlauben, weil das ist einfach Sonnenuntergang unter, ne, man steht unter der Dusche draußen, geht die Sonne langsam unter, im Urlaub, im Hotelzimmer, geil, geil. Also wer noch nicht dran geschnuppert hat, für einen Urlaub ist es bei mir immer dabei. Dann habe ich hier von Signal die Zahnpasta, wo ich mal keine Zahnschmerzen von bekomme, aber... dieses Bleaching-Effekt ist natürlich auch nicht so gut für die Zähne, aber es hilft wirklich was. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass dadurch meine Zähne weißer werden. Die benutze ich aber nur zwischendurch, weil ich sonst immer nur diese benutze. Und zwar ist es von Forever die Bright Aloe Vera Soothe Gel. Und damit habe ich halt überhaupt gar keine Zahnschmerzen, gar kein, mein Zahnfleisch tut nicht weh, meine Zähne tun nicht weh und meine Zähne sind auch nicht empfindlich. Also die kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, wenn ihr empfindliche Zähne habt oder Zahnfleisch. Und verlinke ich euch auch unten in die Infobox oder schreibt mich an, weil dann gibt es noch ein paar Prozente. Dann passend zu meinem Duschgel kommt natürlich auch das After Sun Shampoo und Spülung 2 in 1 mit in meine Tüte. Für alle Haartypen. Die haben das Design geändert. Finde ich aber total schön. Genau, das ist wie gesagt Shampoo und Spülung 2 in 1. Das bedeutet, dass ihr euch so viel dann auch im Koffer mitschleppen müsst. Und es riecht auch total nach Kokos, total nach Urlaub. Und es pflegt auch meine Haare richtig gut im Urlaub. Allerdings muss ich auf jeden Fall ein Öl mitnehmen, weil gerade in Ländern, wo die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, also das habe ich auf Bali gerade sehr gemerkt, schafft das Shampoo leider nicht alleine meine Haare schön hinzubekommen. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein Öl und das kann ich euch aber auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann diese Pads von Balea Natural. 100% Baumwolle aus kontrolliertem biologischem Anbau, zertifiziert. Genau, ganz einfache Wattepads. Dann habe ich noch neu ein Waschgel, was ich auch mitnehmen werde in die Türkei. Und zwar ist es das Aqua Hydro Waschgel mit Meeresalge für normale und Mischout von Alverde Naturkosmetik. So, dann habe ich das zweite Produkt von Love gekauft. Und zwar ist es ein Serum und Make-up in einem. Wie ihr wisst, benutze ich im Sommer und gerade auch im Urlaub nicht so deckendes Make-up. So das deckende Make-up kommt erst wieder so im Herbst, Winter. Aber jetzt in der Sommerzeit und auch in Urlauben, wo es sehr warm ist, benutze ich lieber eine BB-Cream oder eine leichte Foundation. Und daher habe ich mich für diese entschieden. Und das kommt hier in so einer Pipette. Also sprich, ihr drückt hier einmal drauf. Also erstmal gut schütteln, dann drückt ihr hier drauf. Und dann kommt das so in einer Pipette. Und wie ihr das Ganze benutzt, das seht ihr wie gesagt in meinem nächsten Video. Ich habe hier die Farbe 035 Sand Perfect. Es gibt aber auch noch was Helleres. Die passt aber wirklich perfekt zu meinem aktuellen Hauttyp, Hautton. Und ich bin sehr begeistert. Also wie gesagt, ich habe es bisher erst einmal angewendet, einmal bei meiner Mama. Ihr hat es sehr gut gestanden und einmal jetzt bei mir und ich bin auch echt sehr begeistert. Aber wie gesagt, mehr dazu in meinem nächsten Video. Dann habe ich nochmal, was ich total interessant fand, den Sundance Sonnenroller in 30%. Sofortschutz, einfach anwendbar, extra Wasserschutz. Finde ich total interessant, das ist so wie so ein Deo-Roller und dann kann man sich so damit einrollen. So. Ja, im Prinzip ist es halt nur eine Spielerei, ne? Bringt halt jetzt irgendwie gar nichts. Aber, naja, gut. Vielleicht sehe ich noch während meines Urlaubs den Sinn da drin. Ja. Dann kam natürlich noch eine Anti-Hornhaut-Reduzierungscreme mit, weil meine ist tatsächlich leer und ich habe nur noch eine Creme, die die Füße wärmt.
bei den aktuellen Temperaturen, ich meine, okay, jetzt wird es ein bisschen kühler wieder, aber trotzdem haben wir immer noch Sommer, brauche ich das jetzt nicht. Das werde ich dann für den Herbst-Winter benutzen. Daher habe ich mir wieder eine neue Creme gekauft und zwar auch von Alverde, Stiftung Warentest Gut. Hornhautreduzierungscreme, Biolimette und Bio-Echinacea. Schön. Werde ich mal direkt eincremen, meine Füße. Riecht sehr gut. Also nicht wie so eine typische Hornhautcreme, sondern also die Limette riecht man sehr stark raus. Geil. Schön. Das ist sehr erfrischend auch. Also kühlt die Haut. Ja, die Haut kühlt die Füße sehr. Also es ist sehr angenehm gerade. Und das war's. Die Tüte ist leer. Und ich hoffe, euch hat mein DM-Haul gefallen. Und solltet ihr, wie gesagt, noch nicht Abonnent meines Kanals sein, würde mich das total freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, eure Vanessa. Tschüss!